Tagesschau Nacht. Herzlich willkommen. Basel und Sion werden ihrer Favoritenrolle in den Cup-Viertelfinals des Abends gerecht. Doch über Fußball reden wir dann später. Die Sendung beginnt mit einem diplomatischen Zwist. Ja, Deutschland und die Türkei verfangen sich in einer handfesten Krise. Ankara hat den deutschen Botschafter einbestellt. Das, nachdem deutsche Behörden die Auftritte zweier türkischer Minister in Deutschland verhindert haben. Die Minister wollten für Präsident Erdogans neue Verfassung Werbung machen, über die in der Türkei abgestimmt wird. Die deutschen Behörden beteuern allerdings, die Absagen hätten damit nichts zu tun. Geschlossene Türen statt Wahlkampfveranstaltung. Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg begründet ihren Entscheid damit, dass der Veranstalter, die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die Präsident Erdogan nahesteht, nicht vollständig informiert habe. Das Entscheidende ist einfach, dass wir hier eine Halle haben, die für maximal 500 Personen zugelassen ist. 400 Personen hatte man uns angekündigt, aber nach dem, was jetzt in den Medien rumging, nach dem, was jetzt zu erwarten war, müssen wir damit rechnen oder mussten wir damit rechnen, dass ein Vielfaches an Besuchern kommen würde. Der türkische Justizminister Bekir Bozdar, der in Gaggenau sprechen wollte, reagiert empört auf die Ausladung. Das kann man mit Demokratie und Meinungsfreiheit nicht erklären. Schon gar nicht schickt es sich für einen Rechtsstaat. Die Terroristen dürfen sich ausdrücken. Für sie gilt das Versammlungsrecht und das Demonstrationsrecht. Aber es wird nicht ermöglicht und erlaubt, dass der Minister eines demokratischen Landes auf einer Versammlung seine Meinung darlegt. Bozdar ist nicht der einzige Minister, dem ein Wahlkampfauftritt in Deutschland verweigert wird. Auch die Stadt Köln hat angekündigt, dass sie eine Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am kommenden Sonntag sperrt. Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, sein Fall hat die diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern ausgelöst. Gegen Yücel ermittelt die türkische Justiz. Sie wirft ihm unter anderem vor, einer Terrororganisation anzugehören. Bundeskanzlerin Merkel hat die Türkei aufgefordert, den inhaftierten Journalisten nach rechtsstaatlichen Regeln zu behandeln. In die USA. Dort hat sich am Abend Jeff Sessions zu Wort gemeldet, der amerikanische Justizminister, der wegen seiner umstrittenen Russland-Kontakte zunehmend unter Druck steht. Sessions wies dabei sämtliche Vorwürfe zurück und dazu kündigte er an, er werde in den Ausstand treten bei allfälligen Untersuchungen über russische Einmischungsversuche im US-Wahlkampf. Die Demokraten bezichtigen Sessions der Lüge und fordern seinen Rücktritt. Und damit gleich weiter mit Nachrichten des Abends aus dem Ausland. In Belgiens Hauptstadt Brüssel hat die Polizei wegen eines verdächtigen Fahrzeugs mit zwei Gasflaschen Großalarm ausgelöst. Der Fahrer des Wagens wurde in der Nähe des Südbahnhofs festgenommen. Er gilt laut Behörden als radikalisiert. Gemäß Medien war er letztes Jahr in einem Verfahren wegen Terrorismus zu einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Ob der Mann einen Anschlag durchführen wollte, ist laut Staatsanwaltschaft unklar. Das Smartphone-App Snapchat hat beim Börsengang einen Traumstart hingelegt. An der Wall Street stieg die Aktie des Betreibers Snap am ersten Börsentag um 44% auf gut 24 Dollar. Das Unternehmen kommt somit auf einen Börsenwert von 24 Milliarden Dollar, obwohl es noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat. Analysten halten die Aktie für deutlich überbewertet. Wer im Moment auf die Homepage des Weltklimarats der UNO geht, erfährt, dass inzwischen 133 Staaten das Klimaabkommen von Paris ratifiziert haben. Das heißt, rund ein Drittel fehlt noch. Und einer dieser fehlenden Staaten ist die Schweiz. Die Schweiz ist jetzt aber dran. Heute hat der Nationalrat sein grundsätzliches Ja schon mal gegeben. Es gab allerdings noch einige Diskussionen davor. Deutlich unter 2 Grad Celsius soll der globale Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert bleiben, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter. Zu diesem Ziel hat man sich beim Klimagipfel in Paris verpflichtet, darunter auch die Schweiz.
Die Schweiz will dafür zunächst ihren CO2-Ausstoß bis 2030 halbieren, gemessen an der Menge im Jahr 1990. Doch nur wenn das Parlament dem Bundesrat erlaubt, das Klimaabkommen zu ratifizieren, ist dieses Ziel auch bindend. Gegen das Abkommen stellt sich nur die SVP. Sie warnt davor, die Katze im Sack zu kaufen. Doch die Mehrheit des Nationalrats will handeln. Sie stimmt der Ratifizierung des Klimaabkommens zu. Nun ist der Ständerat an der Reihe. Zu einem Klassiker ist es heute im Schweizer Fußballcup gekommen. Der FC Basel und der FC Zürich trafen im Viertelfinale aufeinander. Basel klar in der Favoritenrolle, zu Recht. Die Partie geht los, wie man sich das als Zuschauer von einem Cup-Spiel wünscht. Der FC Zürich mit viel Offensivdrang von Beginn weg und die Zürcher sind damit erfolgreich. Buff erzielt bereits in der dritten Minute das 1:0. Der unterklassige FC Zürich geht in Führung und das nicht einmal unverdient. Die Zürcher haben besser in diese Partie gefunden. Es dauert etwas, bis der FC Basel das 0:1 verdaut hat und seinerseits zu Chancen kommt. Michael Lang zur Mitte und dort ist Marc Janko zur Stelle, der Ausgleich zum 1:1. Lang mit einer präzisen Flanke, so darf man ihn nicht spielen lassen. Freistoß für den FC Basel in der 42. Minute. Das sieht eigentlich alles ganz harmlos aus. Bis Michael Lang schießt und der Ball ist drin. Lang kann es zuerst selbst nicht glauben. 2:1 für den FCB. Pech für Vanins, der dieses Tor auf seine Kappe nehmen muss. Obwohl der FC Zürich in der zweiten Halbzeit nach einem Platzverweis in Überzahl spielen kann, sind es die Basler, die weiterhin keck aufspielen und denen in der 75. Minute noch das 3:1 gelingt. Renato Steffen mit einem wunderschönen Tor. Damit ist in dieser Partie die Entscheidung gefallen. Der FC Basel steht im Cup-Halbfinale. Im zweiten Viertelfinale des Abends trafen der FC Sion und der FC Kriens aufeinander. Super League gegen Promotion League. Und auch im Wallis in Sitten ging zunächst der unterklassige Club in Führung. Thali erzielt für Kriens das 1:0. Dieser Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen. Der Ball war nämlich schon vor Abschluss bereits hinter der Linie gewesen. Der FC Sion setzte sich dann aber doch souverän durch und gewann letztlich mit 5:1. Konaté trifft insgesamt dreimal. Wir sehen hier seinen dritten Treffer. Hartes Brot also für den Krienzer Torhüter Sebastian Osego. Und damit sind alle Cup-Viertelfinals durch. Für die Halbfinals wurden folgende Paarungen ausgelost. Der Challenge League Club Winterthur empfängt den Schweizer Meister Basel und Sion spielt zu Hause gegen Luzern. Wenn eine Wolke aussieht wie ein UFO, das am Landen ist, dann handelt es sich gewöhnlich um einen Föhnfisch. Wie diese zwei hier, aufgenommen von SRF-Zuschauerin Barbara Zweifel im Lötschental. Beeindruckend, oder? Föhnwetter gibt's auch morgen. Allerdings noch nicht am Vormittag. Zunächst gibt's Wolken überall mit Lücken über den Alpen. Am Nachmittag schiebt dann der Südwind immer mehr Regen- und Schneewolken ins Tessin und ins südliche Wallis. Im Norden bringt der Föhn sonniges Wetter. Und warm wird es dank dem Föhn auch. 17 Grad im Norden, im Süden 9 Grad. Und jetzt geht es hier weiter mit einer Delikatesse. Whiplash heißt der Film. Es geht um einen jungen Jazz-Schlagzeuger. Gute Unterhaltung oder einfach so eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.